Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, was sehen wir hier? Gutes, schönes, ja, denn Porsche Turbo S. Ja, den hatten wir schon ein paar Mal jetzt mittlerweile. Den haben wir sogar einmal ein bisschen aufgetunt, haben wir jetzt zum GTS gemacht und da habe ich ja schon gesagt, da geht ein bisschen mehr und ich glaube, irgendwann werden wir hier draus auch noch ein 1000 PS Monster mal bauen. Aber heute geht es um was ganz, ganz, ganz anderes. Und zwar, vielleicht habt ihr es auch in der Folgenbeschreibung oder Überschrift schon rauslesen können, geht es darum, dass das 991 Baureihe keinen GT2 bekommt. Das wurde jetzt bestätigt, das heißt, der GT3 RS war tatsächlich so, ja, die Spitze, beziehungsweise der Turbo S ist von der Leistung die Spitze, aber halt so das letzte große Ding war eben der GT3 RS und es wird kein GT2 geben, so wie es beim 997 der Fall war. Allerdings, um das gleich schon mal vorwegzunehmen, beziehungsweise auch um das klarzustellen, dass es da keine Verwirrung gibt, es wird vom 991, ich glaube 2017 soll das passieren, ein Facelift geben, also eine Überarbeitung, technische Überarbeitung und so weiter und so fort. Aktuell wird es als 991.2 genannt. Ob das da tatsächlich 991.2 dann heißen wird, weiß man nicht. Es wird auf jeden Fall keine komplett neue Modellreihe sein. Es soll einfach nur eine überarbeitete Modellreihe sein, das 991. Und davon wird es dann GT2 geben, aber nicht vor 2019. Ja, und ich habe mir einfach mal gedacht, das ist mir ein bisschen zu lang und ich würde jetzt eigentlich gern von der aktuellen 991-Reihe auch ein GT2 haben. Und ja, ihr kennt es ja, es gibt eine gewisse Tuning-Marke, die ich hier ins Leben gerufen habe, und zwar PXH Performance. Und genau diese Tuning-Marke nimmt sich heute diesen Turbo vor. Und der Turbo bietet eigentlich eine gute Basis, weil der hat einen Turbomotor. Und man weiß ja, der GT2 ist auch immer hier mit Turbo aufgeladenen Motoren bestückt gewesen. Ja, und diesmal wird sich PXH Performance dieser annehmen und aus dem mit Turbo ein GT2 machen. Vielleicht sogar ein GT2 RS, das gucke ich mal noch, das entscheide ich spontan. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal zur Tuning-Werkstatt und fahren da mal hin. Ja, PX Performance, wer es nicht kennt, das war so, oder ich habe es so ein bisschen ins Leben gerufen, da ich ja mich mit den Tunings hier in den Forza-Spielen sehr, sehr gut auskenne und auch weiß, was ich da eigentlich tue, habe ich da einfach mal als Just for Fun und auch ein bisschen mit humorhafter Anlehnung an eine JP Performance gesagt, komm, wir machen jetzt hier in unserem Let's Play so eine eigene Tuning-Werkstatt auf und die nennt sich PXH Performance. Und da haben wir immer auch schon ein paar Autos haben wir schon gebaut. So unter anderem haben wir in Italia umgebaut und haben hier PXH Performance Italia gebaut. Wir hatten jetzt hier von Porsche auch schon den Macan. Da haben wir einen Macan Turbo S gebaut. Ja, also wir haben hier PXH Performance technisch schon ein paar Autos kreiert. Und jetzt soll es eben der GT2 werden. Oder wir wollen ein GT2 erschaffen. Zusätzlich muss ich da noch so sagen, dass ich bei diesem PXH Performance immer darauf achte, nicht nur, dass die Autos performant sind, das ist natürlich die Hauptsache, also wir möchten hier keine oder ich möchte keine Autos bauen, die irgendwie ja, unperformant sind oder sonst was, sondern die sollen auf jeden Fall sehr performant sein, das heißt gute Kurvenspeed gepaart mit gut Leistung. Zusätzlich will ich eigentlich oder ursprünglich oder was heißt ursprünglich, ist immer noch der Fall, möchte ich eigentlich Tuning-Umbauten machen, die man halt wirklich jetzt nicht die größten Umbauten sind. Also nicht, wo man den kompletten Motor auseinandernehmen muss, um ihn dann ja irgendwie komplett neu wieder zusammenzusetzen. Diesmal wird es ein bisschen anders sein. Diesmal werde ich tatsächlich aus dem Turbo ein bisschen mehr Eingriffe vornehmen. Das hat einfach den ganz einfachen Grund, dass wenn wir hier einen richtig geilen Nachfolger, also vom 997 GT2 machen wollen, dann müssen wir schon ordentlich was daran tun und deswegen hat tatsächlich heute für euch in dieser Folge PXH Performance keine Kosten und Mühen gescheut und deswegen werden wir heute definitiv einen richtig, richtig krassen Umbau vornehmen. So, ja, was muss man oder wo wollen wir denn überhaupt hin? Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Was wollen wir denn überhaupt erreichen? Wie können wir überhaupt das vergleichen? Vielleicht, ja, oder ja, wo wollen wir hin? Ja, das ist eigentlich der Ausdruck, was ich sagen will. Und zwar ist es einfach so, wir möchten natürlich, oder was ist ein GT2? Ein GT2 ist im Prinzip, ja, pure Leistung des Turbo S oder des Turbos.
gepaart mit der Rennperformance eines GT3 und dann haben wir ein GT2 und deswegen war auch der GT2 oder GT2 RS war natürlich einfach das absolute Spitzending in der 997-Baureihe. Und wie kriegen wir das hin? Das heißt, wir müssen, wenn man jetzt einfach im Vergleich zur 997-Baureihe schaut, müssen wir gucken, wo war denn da Unterschied? Man kann da mal gucken, dass zum Beispiel der Turbo S im Vergleich zum GT2 hatten sie die exakt gleiche Leistung. Vergleicht man das also zum RS, hatte der sogar 90 PS mehr als der normale GT2. Und das ist natürlich schon enorm viel. Und ich würde auch sagen, wir streben so den GT2 RS an. Ja, wenn, dann wollen wir gleich das Spitzenmodell. Das heißt, wir haben ja hier jetzt rund, wenn ich jetzt mal hier auf die Leistungsdaten gehe, wir haben hier jetzt rund 418 kW. Das sind, das müssten 650 PS sein, sowas. Ne, ein bisschen weniger. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich hole mir hier mal den Rechner dazu, damit wir hier genaue PS-Angaben machen können. Also 418, das sind 500, also habe ich ja gesagt, 418 sind 568 PS. Das heißt, wenn wir 90, also ich sage jetzt mal 570 PS hat das ganze Ding. Wenn wir jetzt 90 mehr wollen, dann müssen wir auf 660 PS hoch. Das heißt, wir müssen auf einen Wert von 485 kW am Ende kommen. Also um einfach das, oh, sagen wir mal, um die Power-Version, um die RS-Version daraus zu machen. Das schon mal als Anmerkung. Und dann möchte ich natürlich das auch noch ein bisschen realistisch haben, was gibt es denn aktuell bei Porsche und so weiter und so fort. Deswegen werden wir auch definitiv, bleiben wir gerade mal beim Motor, das können wir schon mal vielleicht umbauen, deswegen wir definitiv auf einen 4 Liter Hubraum gehen wollen. Den haben wir hier, der 4 Liter Hubraum hat den Zweck oder ist aktuell eingebaut im Porsche 911 991 GT3 RS, also bei dem aktuellen Top-Modell, sage ich jetzt einmal mal, neben dem Turbo S. Und deswegen würden wir sagen, gehen wir hier auch den Schritt, dass wir beim GT2 RS einen 4 Liter Motor einbauen. Und ja, das bringt uns schon mal natürlich ein bisschen mehr KW, das ist klar, aber den können wir auf jeden Fall schon mal reinmachen. Das ist schon mal ein Punkt, den ich auf jeden Fall drin haben möchte. So, jetzt kommen wir aber zum ganz wichtigen Punkt. Wir dürfen natürlich den Allrad nicht drin haben. GT2, das ist ja das Besondere, hat die Eigenschaften auch eines GT3. Das heißt, ja, wir fahren hier nicht mit Allrad, wir fahren hier mit Heckantrieb. Das Ganze auf die Hinterachse verteilen und das wird auch die Herausforderung sein, das Auto hier schnell zu halten und schnell zu bekommen. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall auf den Heckantrieb gehen. So, ja, dann optisch, ja, wir werden jetzt natürlich nicht hier diese Rennteile machen, aber was wir machen werden, ist auf jeden Fall ein Heckflügel drauf. Wie gesagt, wenn wir hier ein GT2 RS wollen, dann dürfen wir auch hier entsprechend mit Heckflügel hantieren. So, normalerweise ist es so, dass in den RS-Modellen auch noch ein Überrollkäfig mit drin ist. Da müssen wir jetzt aber mal gucken, wie der denn aussieht. Ja, der geht halt bis vor und deswegen... ja, komm, machen wir es mal. Also komm, GT2 RS-Modell, da hat auch natürlich ein Überrollkäfig drin, dann muss halt drin sein. Genau, so, dann gucken wir mal, ich gucke nochmal beim GT2 RS, der hat ein Gewicht gehabt von 1,3 Tonnen. Vergleich zum Turbo damals, der hatte ein Gewicht von, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt finde. Das finde ich jetzt gerade nicht. Das ist natürlich gut, dass ich das nicht finde, wie schwer der war. Er wird aber um einiges schwerer gewesen sein. Also wir können hier auf jeden Fall nochmal Gewicht rausnehmen, das ist klar. Aber gehen wir erstmal systematisch vor. Also wir haben Heckantrieb, wir haben schon mal den Flügel drauf. Wir haben auf jeden Fall den Hubraum schon mal entsprechend angepasst. So, hier können wir das Ding nochmal ein bisschen tiefer legen. Das muss halt sein, wir brauchen jetzt Teile. Wir brauchen jetzt Rennsportteile, wo man einbauen können. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Und deswegen machen wir da auch ein bisschen was rein, das ist klar. So, das haben wir schon drin. Gleichgewicht machen wir später. Ja, Getriebe wird auch nochmal überarbeitet. Also wie gesagt, keine Kosten und Mühen scheuen wir diesmal. Differential muss alles einstellbar sein. Wie gesagt, das wird eine Rennmaschine mit ordentlich Bums. Es soll ein GT2 RS werden. So, Reifen entsprechend, da müssen wir mal gucken, was können wir denn da tun. Wir könnten natürlich eine Semi-Slick-Bereifung, ich würde sagen, wir lassen mal die Straßenbereifung drauf, weil die ist ja eigentlich realistisch, oder? Muss man eigentlich,
muss man das so sagen, dass die eigentlich realistisch ist. Gucken wir mal, was machen wir denn an den Reifenbreiten? Da können wir auf 265er vorne, was können wir denn hinten machen? Hinten können wir auf 335er und ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall machen. Wir können hier richtig breite Dinger drauf und dann machen wir entsprechend auch vorne richtig breite Semmeln drauf. Und ja, ich würde sagen, komm, beim GT2 RS, da kann man auch Semi-Slick-Bereifung draufhauen. Das heißt, dass das Ding muss ja auch irgendwie auf die Straße kommen. Felgen lasse ich jetzt mal. Ich finde diese Porsche-Felgen einfach echt nice und da kommen einfach diese anderen Felgen, die wir reinbauen können, einfach nicht hin. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Das haben wir gemacht. Heckantrieb haben wir gemacht. Antrieb, da lassen wir mal. Gut, wenn wir das Getriebe machen, können wir auch die Kupplung machen. Das ist schon mal klar. Das lassen wir alles mal. So. Genau, Gewicht machen wir am Schluss. Genau, jetzt kommen wir zur Leistung. Wir wollten anstreben 660 PS, das sind 485 kW. Und ja, wir haben natürlich am Hubraum schon was gemacht. Und wo ich auch natürlich noch auf einen entsprechenden Wert hinkommen will, ist einfach beim Drehmoment. Und da kommen wir dann einfach auch schon auf diesen Wert von 486 kW und 815 Newtonmeter Drehmoment. Wenn ich das jetzt aber vergleiche mit dem alten GT2, der hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Drehmoment, oder? Nee, der hatte 700 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, wir steigern auch nochmal das Drehmoment im Vergleich zum alten GT2 RS natürlich auf oder über 115 kW mehr, Newtonmeter mehr. Bei den kWs steigen wir um, genau gesagt, 30 kW mehr. Das heißt, rund 40 PS mehr wie eben der Vorgänger. Und das ist auf jeden Fall ordentlich. Jetzt müssen wir aber noch was anderes anpassen, und zwar eben das Gewicht. Ich habe es schon angesagt, beziehungsweise gesagt. Und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal so hier so Dinge machen. Alles, was ein bisschen leichter ist, wird jetzt halt einfach umgebaut. Entsprechend auch hier Antriebswelle muss leichter werden. So, und jetzt kommt auf jeden Fall das, was ganz entscheidend und ganz wichtig ist. Der Leichtbau und beim RS-Modell, das ist auch beim GT3 so, da werfen wir alles Unnötige raus, das ist klar. Und deswegen wollen wir natürlich auch, das ist unser Ziel, nicht nur mehr Leistung wie das Vorgängermodell und nicht nur ja, in allem irgendwie besser sein, sondern ja auch natürlich am Gewicht besser sein. Und deswegen werden wir hier diese Extremvariante des Leichtbaus wählen. Wir werden hier aller unnötige Schund rausschmeißen. Und kommen dann auf ein Gewicht von 1,25 Tonnen. Im Vergleich zum Vorgängermodell mit 1,37 sind wir da rund 100 Kilo leichter nochmal. Und das würde ich sagen, ist doch auf jeden Fall ein guter Wort, ein guter Ansatz. Wie gesagt, leistungstechnisch geht da deutlich mehr noch und so weiter und so fort. Man kann da schon noch einiges mehr einbauen. Aber wir wollen natürlich ein neues GT2 RS-Modell haben. Und das haben wir gerade sozusagen erschaffen. Jetzt geht es dann ans Feintuning. Und das machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Wie gesagt, das Ganze wird unter der Tuning-Schmiede GT Performance, PXH Performance laufen. Und da bin ich mal gespannt. Das wird auf jeden Fall das absolute Top-Modell aktuell in unserer PXH Performance-Baureihe. Wie gesagt, wir haben Italia, der relativ stark war. Wir hatten natürlich einen Macan, der auch was konnte. Wir hatten wir hatten Tesla noch umgebaut. Einfach mal ein bisschen andere Grenzen ausprobieren, das ist doch klar. Aber jetzt machen wir halt hier mal auch noch ein GT2 RS, wenn es eben schon kein 991er gibt. So, 6 Gänge haben wir zur Verfügung. Also ein bisschen weniger, was eigentlich die Serie hergeben würde. Die hätte nämlich 8 Gänge, aber wir machen halt 6 Gänge. 6 Gänge, die ordentlich durchprügeln. Und da gucken wir mal, was wir denn da so hinkriegen können. Getriebe lasse ich hier mal, da können wir ein bisschen hier kürzer fahren. Dann gucken wir mal, was sich denn da ändert. So, 351,6, das ist nicht schlecht. Was hat denn der alte V-Max hingekriegt? 330, das heißt, wir steigern das Ganze nochmal um 20 km/h. Das ist auch nicht wenig, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir das Auto aber irgendwie noch fahrbar bekommen. Deswegen mache ich jetzt erstmal so 0815 Tuning. Und dann werden wir natürlich noch auf die Straße gehen und das Ganze fein tunen. Das ist klar, um das geht es heute in der Folge, Tuning. Wie stellt man das alles ein? Das Auto wird nochmal ein bisschen tiefer gelegt. Hier, das Ganze muss ein bisschen weicher sein, das ist klar. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Ding halt eben entsprechend
zu einem richtigen Monster hinkriegen. Und dass es auch fahrbar ist. Ich meine, das ist der Anspruch auch von Porsche. Die möchten hier richtig geile Fahrzeuge haben. Und die müssen dann entsprechend auch was taugen. So, der Heckflügel bekommt natürlich entsprechenden Abtrieb. Der muss auch was drücken können. Der soll nicht zur Zierde da sein. Der soll was können. Da werden wir uns jetzt auch Topspeed verlieren. 346, dann sind wir noch 16 km/h schneller. Aber das ist auch okay. Bremse, Gewichtsverteilung etwas nach vorne. Den Bremsdruck müssten wir wahrscheinlich etwas reduzieren. Mal gucken wir einfach mal, was der so uns theoretisch ausspuckt. Aktuell spuckt er uns aus 35,7. Gucken wir mal, wenn wir etwas runtergehen, was er uns jetzt gleich ausspuckt. 35,9, also er macht es eher schlechter. Also können wir auch den Risiko gehen und etwas erhöhen. 35,3, das ist gut. Das lassen wir. Differential muss natürlich reduziert werden. Das ist klar. Da machen wir mal hier so. Und da machen wir mal ein bisschen weniger. Und dann gucken wir nochmal, ob sich die Werte nochmal etwas verändern. Ja, das passt schon so. Machen wir das so. Ja, ein bisschen ausprobieren ist es auch, was die theoretischen Werte so ausspucken. Und dann gucken wir mal. Das wird nicht besser. In die Richtung. Nee, dann lassen wir so. 23 ist guter Wert. Lassen wir erstmal so. Wie gesagt, da werden wir jetzt dann gleich auf die Straße gehen. So, jetzt wollen wir natürlich noch eine entsprechende Lackierung haben für den GT2 RS, den wir jetzt erschaffen haben, sage ich jetzt mal. Der GT2 RS 997 Variante hatte eigentlich was ganz Besonderes. Er hatte nämlich eine Carbon-Motorhaube und den gab es einmal in Rot und einmal in Silber. Und ja, wir könnten dann das natürlich jetzt nachmachen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich was Eigenes machen und ja, der GT 3 RS hat schon vorgemacht und ihr wisst es eigentlich auch, dass ich in vielen Varianten das immer eine geile Lackierung fand und deswegen wird es jetzt auch wieder dieses Racing Orange geben. Wir können hier auch diese Standardlackierung oder zwischen den Standardlackierungen wählen, aber wir werden definitiv jetzt dieses Racing Orange machen und das machen wir hier mit den Metallflakes und dafür nehmen wir jetzt Grundfarbe, die wird jetzt erstmal hier etwas in die Richtung Rot gehen. Genau so, das können wir sogar fast schon lassen, da vielleicht ein bisschen heller. Müssen wir wahrscheinlich eh nochmal gleich anpassen. Und dann die Flake-Farbe, die wird eher so ein gelblicheres Orange soll das sein. Genau, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was wir hier jetzt haben. Nur müssen wir die Grundfarbe dann doch nochmal etwas mehr ins Rot gehen lassen. So. Das sieht doch eigentlich schon gar nicht so, so verkehrt aus. Gefällt mir schon mal ganz, ganz gut. So, perfekt. Zack. Und das übernehmen wir. Das finde ich cool. Genau, jetzt Motorhaube, da können wir jetzt entsprechend... Was haben die denn da oben für eine Farbe? Das ist jetzt kein Carbon verwendet. Wir könnten natürlich jetzt Carbon verwenden. So ein glänzenderes oder so ein mattes. Könnten wir eigentlich machen, aber so ein glänzendes wird wahrscheinlich besser passen. Nehmen wir hier so ein glänzendes Carbon. Bei den Spiegeln, die würde ich sagen, die lassen wir. Das sieht nicht so gut aus, die lassen wir. Der Heckflügel, da können wir nichts machen. Felgen, die lasse ich jetzt auch mal in dieser Farbe. Und die Scheibentönung lassen wir auch. So, ich würde sagen, designtechnisch mehr machen wir da auch gar nicht. Am GT2 RS. Aber natürlich muss noch was drauf, und zwar PXH Performance. Schließlich ist es nicht von Porsche kreiert worden, der 991 im GT2-Gewand, sondern eben nur die Tuning-Schmiede hier hat das gemacht. Und deswegen darf die Tuning-Schmiede sich auch verewigen. Jetzt müssen wir noch gucken, wo wir das hinmachen, wo es auch hinpasst, dass es auch nicht irgendwie störend aussieht. Gucken wir mal hinten vielleicht. Ja, das ist schwierig, ne? Wo machen wir das hin? Vorne machen wir es halt dahin, wie wir es immerhin machen. PXH Performance, laden. So, die Farbe wird hier entsprechend so sein. Und dann machen wir hier das ganz klein, ganz dezent soll es nur sein. Dass das eben hier von der Tuning-Schmiede kommt hier. So, und zack. Und das Ganze machen wir natürlich jetzt auch auf die Seite. So, normalerweise müsste ich jetzt hinten hier das Turbo S durch GT2 ersetzen. Allerdings, ja, das kann ich leider nicht wegmachen, das Turbo S. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so stehen.
ja, ansonsten war es das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt hier hinten noch das hier hin, da wo da eigentlich dann das Nummernschild hinkommt. Das wird dann halt einfach normalerweise mit dem Nummernschild überklebt. Gucken wir mal, ob wir das hier so reinkriegen. So, zack, Hammer. Wunderbar. Ich würde sagen, das war's dann. Gehen wir raus, speichern das Ganze und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze denn so fährt, wie es klingt und so weiter. Sind wir mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall selber gespannt, was wir jetzt hier kreiert haben, ob wir hier jetzt was komplett Unfahrbares haben oder nicht. Der GT2RS war auf jeden Fall sehr gut fahrbar, hat damals auch gleich einen Nordschleife-Rekord aufgestellt. Und da gucken wir mal, ob wir hier mit unserer Kreation auch was ganz, ganz Cooles erschaffen haben. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Nacht. Und in der Nacht kann man immer gut Testfahrten machen. So, wir drehen bis ja, fast 8000 Umdrehungen. Normalerweise, wenn ich das Auto jetzt aufbauen würde, würde ich ihn sogar auf 9000 machen, aber das können wir leider nicht so hoch drehen lassen. Und jetzt gucken wir mal, was das Auto denn so fahrtechnisch so drauf hat. Also das Heck kommt auf jeden Fall schon mal gut, wenn man zu viel stempelt. Aber jetzt kommt es dann gleich darauf an, wie die Fahreigenschaften sind von dem ganzen Fahrzeug. Das Auto, wie gesagt, soll ja noch gut fahrbar sein. Okay, da ist ein bisschen zu viel noch. Das muss ein bisschen noch reduziert werden. Da weiß ich aber schon, was an welchen Stellen ich da schrauben werde. Da müssen wir hier ein bisschen weniger gehen. Hier müssen wir auch ein bisschen weniger gehen. Und hier ebenfalls das gleiche Spiel. Ja, fährt sich auf jeden Fall schon mal besser aus den Kurven, aus den Ecken raus. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht mehr Allrad, wir haben jetzt hier tatsächlich Heckantrieb. Und da haben wir doch unseren eigenen GT2 RS erschaffen mit der 991 Generation. Und da geht schon was. Ja, der geht schon um die Kurven, so wie er soll. Und vor allem hat er Speed. Ja, der marschiert auf Richtung 300 schon ganz gut zu. Und da hat er sie auch geknackt. So, jetzt gucken wir gleich mal, was der so im Kreisverkehr drauf hat. Driften kann man auch. Dank des Heckantriebs ist das jetzt auch kein Problem. So, jetzt drehe ich mich ein. Das wollte ich nicht. Aber das soll ja auch keine Driftmaschine sein, sondern das soll ja irgendwo auch ein Gripmonster sein. Ja, und der funktioniert, würde ich mal sagen. Da haben wir doch was ganz, ganz Cooles erschaffen. Somit gesellt sich ein weiteres Fahrzeug zur PXH Performance Schmiede dazu. Und diesmal das absolute Topmodell. Also Italia wird hier gegen keine Chance haben. Ja, es marschiert schon richtig gut hier, das Fahrzeug. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gucken jetzt auch gleich nochmal hier auf unsere PXH Performance Autos. Gehen wir mal auf meine Autos, dann haben wir da auch so ein bisschen einen Vergleich. Also das ist jetzt hier unser neuestes Modell. Ich werde hier offscreen vielleicht nochmal ein bisschen Feintuning machen. Aber das ist jetzt hier unser aktuellstes Modell, den Porsche 911 991 Turbo S umgebaut zum GT2 RS. Ja, ihr seht schon, 486 kW, das sind rund 660 PS, 815 Newtonmeter Drehmoment auf 1,2 Tonnen Gewicht. Also wie gesagt, keine Kosten und Mühen gescheut und somit auch das wohl krasseste PXH-Performance-Auto erschaffen, was wir bis dato hatten und wahrscheinlich auch bis dato erstmal so bleiben wird.
Weil, wie gesagt, eigentlich stehe ich hier dafür, performante Autos umzubauen, die aber halt, wie gesagt, noch mit, sagen wir mal, realistischen und einfacheren Tuning-Möglichkeiten klarkommen. Das hier war dann schon eine extremere Tuning-Variante, allein durch diesen extremen Leichtbau, durch den Hubraumumbau und das ganze Zeug. Aber wie gesagt, wenn, dann muss man es schon richtig machen bei so einem Projekt. Und da scheut man dann auch keine Kosten. So, wer hat natürlich dann noch ein ganz anderes Fahrzeug? Das war dann zum einen, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Wir können erstmal zum Ferrari gehen. Und zwar der Ferrari Italia haben wir auch noch umgebaut. Den haben wir auch verglichen in einem Test mit dem Speziale. Hier haben wir ihn, das ist er. Die Lackierung stimmt jetzt hier nicht. Ich glaube, das ist er wirklich, oder? Das ist nämlich der Speziale. Ja, die Lackierung stimmt jetzt hier nicht. Der hat nochmal ein bisschen andere Felgen, andere Lackierung, unser Stück. Aber hier 434 kW, 560 Newtonmeter Drehmoment, Gewicht von 1,333 Tonnen. Ein bisschen schwerer, ein bisschen weniger Leistung, aber ein bisschen mehr Hubraum. Gut, darf er auch haben, einen größeren Motor drin. Das war natürlich auch ein richtig krasses Projekt, unser erstes großes PXH-Performance-Projekt. 951 kW liegt also ein bisschen unter unserem GT2, aber da muss er sich eigentlich nicht verstecken. Das Ding war auch schon richtig, richtig Bombe und er konnte auch auf jeden Fall von der Performance her in der Folge mit dem Speziale mithalten. So, genau, da gucken wir jetzt einfach mal, was haben wir denn als nächstes noch gehabt? Wir hatten noch einen Tesla, gehen wir mal zu Tesla. Tesla. Wo ist ein Tesla? Da ist ein Ford Toyota. Da haben wir Tesla. Genau, unser Model S haben wir auch noch umgebaut. Der Hubraum finde ich sowieso geil. Da haben wir richtig was gemacht. Nee, Spaß. Der ist halt so. Aber 403 kW, 781 Newtonmeter Drehmoment. 1,7 Tonnen. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Aber ja, da haben wir auch nochmal aus dem Tesla nochmal einiges rausgeholt. Auch ein richtiges Monster daraus gemacht, würde ich mal behaupten. Also hier PXH Performance schreckt auch nicht davor zurück, hier neue Methoden anzuwenden, wie eben Elektroantriebe. Ja, und auch schreckt es nicht davor zurück, eben auch mal ein bisschen in den Offroad-Bereich zu gehen. Und da haben wir nämlich den Macan Turbo zum Macan Turbo S umgebaut. Hier haben wir es, hier ist sogar das Design geladen. Und der auch mit 825, auch nicht schlecht bedient, 343 kW, 628 Newtonmeter Drehmoment, ist auf jeden Fall auch richtig, richtig gut abgegangen. Also ihr seht schon, wir haben da schon einiges Cooles zusammengebaut. Hier haben wir den Turbo S, den wir mal aufgebaut haben mit entsprechend ein bisschen mehr Leistung. Also der ist jetzt hier im Vergleich zu unserem GT2-Variante ein bisschen stärker, aber das ist auch hier ganz, ganz anderes Bauprinzip hier. So, ja, also, das sind die vier, die wir haben. Es ist noch ein weiteres Fahrzeug geplant, das ist aber noch im Aufbau, das werde ich offscreen aufbauen, genauso wie ich jetzt eben hier diesen GT2 auch noch offscreen nochmal ein bisschen feintunen werde. Jetzt hier im Regen es zu testen, ist natürlich immer so eine Sache. Aber, ja, kleine Einstellungen hier und da werde ich noch ändern und dann werde ich den auf jeden Fall auch mal freigeben. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt einfach mal machen. Natürlich, der eine oder andere langt sich wahrscheinlich schon die ganze Folge ins Gesicht und denkt, oh mein Gott, Ray, was hast du für Wahnvorstellungen? Aber ja, es ist einfach mal hier im Let's Play mal ein bisschen was anderes zu machen. Vor allem halt, wie gesagt, es wird halt kein 991 GT2 geben. GT2 S sowieso nicht. Und erst dann mit dem Facelift-Modell, mit dem 991.2 oder wie es dann auch immer heißen wird. Ich wollte es jetzt einfach mal machen und in Horizon haben wir einfach die Möglichkeit, nur sowas zu kreieren und warum denn auch nicht. Und ich muss sagen, für das, dass wir den Allrad hier rausgenommen haben und mehr Leistung drin haben und jetzt auf Heckantrieb haben, fährt sich das Auto wahnsinnig ruhig, wahnsinnig stabil, macht wahnsinnig Spaß, kann man gut hier die drei Vatare abcrashen. Bremsen funktioniert auch. Ja, der geht schon richtig gut nach vorne. Also da macht schon richtig Spaß. Ich glaube, der Umbau war keine schlechte Idee, das ist einfach mal zu versuchen. Und der ist auch, finde ich, auch geglückt. Auch sehr schnelle Kurvenspeed. Ja, macht schon Spaß. Muss man einfach mal so anerkennen. Okay, der erste Gang ist jetzt hier ein bisschen blöd gewesen. Mein Fehler. Also das Ding marschiert schon einiges nach vorne. Macht schon Spaß. Muss man mal so sagen. Ja, ansonsten war es jetzt mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Umbau und auch dieser Ausflug jetzt hier ins Grüne. Da gehört eigentlich das Fahrzeug nicht hin. Ja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr mehr solche PXH-Performance-Umbauten sehen wollt,
dann ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback dazu bekommen würde, wie ihr zu dem Ganzen steht, auch zu diesem aktuellen Projekt, was ich hier jetzt einfach mal versucht habe, und ob ihr der Meinung seid, ich habe den Baum gekriegt oder nicht. Nee, ob ihr der Meinung seid, ich habe aus dem Turbo S einen würdigen GT2 S gebaut. Ja, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und gebt mir ein bisschen Feedback. Würde ich mich freuen. Ansonsten bin ich raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer bzw. dein Ray.